Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Die Woche hat wieder neu begonnen. Ich wünsche euch allen erstmal einen erfolgreichen Wochenstart. Ich hoffe, dass ihr in der Woche all das schaffen werdet, was ihr euch vorgenommen habt. Und vergesst euch nicht, Zeit für euch selbst zu nehmen. Das ist nämlich ganz wichtig. In dem heutigen Video, ja, das heutige Video dreht sich rund um Harald Glöckler. Ja, und ich möchte gar nicht lang vorweg schnacken. Fangen wir am besten an. Wie viele von euch auch, habe ich natürlich Glöckler, Glanz und Gloria gesehen. Das war die Dokusoap, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Dokusoap auf Vox. Und bin ein ganz großer Fan der Serie. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Ich habe gelesen auf der Facebook-Seite von Harald Glöckler, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und ja, Harald Glöckler ist für mich sehr inspirierend und ich finde, er spricht mir oft aus der Seele mit dem, was er sagt, wenn es zum Beispiel um das Thema Erfolg geht oder um das Thema Neid, wenn man ihn hat und dass man sein Leben leben sollte und wenn man etwas erreichen möchte, auch was dafür tun muss, um dann auch irgendwann mal die Lorbeeren seiner Arbeit und seines Erfolgs zu ernten. Und das finde ich einfach schön. Er spricht das aus, was viele denken und was ich auch oft denke und es gefällt mir einfach. Da gibt es aber noch mal ein paar andere Themen zu, aber jetzt kommen wir zum Thema 1. Frühstücken wie ein wahrer Prinz. In dieser besagten Serie habe ich gesehen, dass Harald Glöckler ein eigenes Porzellanservier hat und ich dachte mir, oh mein Gott, Basti, das ist das perfekte Frühstücksgeschirr für dich, das brauchst du. Also habe ich mich im Internet auf die Suche gemacht und bin auch bei dem Shop gelandet. Und zwar ist das Seltmann Weiden. Lumpi, du sitzt gerade auf der Rechnung drauf. Das ist Seltmann und Weiden, www.seltmann-shop.de. Da bin ich fündig geworden und habe diese Serie gesehen, beziehungsweise das Savvy. Und ich packe das jetzt hier mal aus, denn ich bin ja nicht umsonst der Wohnprinz und ich, ich möchte einfach auch frühstücken wie ein Prinz. Übrigens, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, ich konnte früher nicht frühstücken, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, das ist so früh und ich kriege nichts runter. Und dabei ist Frühstücken so super wichtig. Steht ein bisschen früher auf und nehmt euch die Zeit für euch, denn ihr glaubt gar nicht, wie unheimlich wichtig das ist für eine gesunde Ernährung, dass man morgens vernünftig frühstückt. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr das richtige Frühstück für euch findet, dass ihr nicht das Gefühl habt, boah, mir ist schlecht, dann werdet ihr sehen, bringt es wirklich was. Ich habe ja meine Ernährung umgestellt und bin jetzt schon über 5 Kilo losgeworden durch die Ernährungsumstellung und natürlich Sport. Und kann es jedem nur empfehlen. Naja, und auf jeden Fall dachte ich mir, ich möchte in Zukunft pompös frühstücken. Also so richtig Harald Glöckler-like. Und da dachte ich mir, da passt das Geschirr, das Porzellan am besten zu. So, jetzt habe ich das alles ausgepackt. Ist übrigens super verschickt worden. Ist alles nochmal einzeln eingepackt. Und so gesichert, dass es nicht beim Transport kaputt gehen kann. Jetzt ist auch mal lustig, ich hatte lange kein Unboxing mehr, ne? Aber schauen wir doch mal rein. Ich finde es so cool, dieses Design, das ist so pompös und viele finden das kitschig, ich finde es toll und freue mich schon drauf, in Zukunft mein Frühstück auf Harald Glöckler Porzellan zu mir zu nehmen. Oh yeah, das ist richtig, richtig cool. Da haben wir Nummer 1, also das ist richtig pompös, mit der Krone drin. damit ich auch jedes Mal, wenn ich ausgedruckt habe, weiß, oh, ich bin der Prinz. Ich bin übrigens wirklich ein Harald Glöckler Prinz, aber da gibt es später zu, jetzt kein Scherz. Das ist die Tasse, hier mit der Krone drin, finde ich schon mal sehr schön. Dann noch die untere Frühstückstasse. Die haben wir hier. Ja, voilà. Und da ist auch schön Glitzer mit drauf, beziehungsweise ein schön Schimmer. Das sieht sehr gut aus. Ist wie gesagt pompös, designt bei Harald Glöckler, Seltmann Weiden. Also das ist auch wirklich Qualität. Schaut mal hier. Das finde ich übrigens richtig gut. Ich habe das gesehen, wie sie da Kaffee gemacht haben. Und das Buffet war mit seinem Porzellan alles
alles serviert und fertig gemacht. Das sah so cool aus. Also schon mal hier, da werde ich in Zukunft meinen Kaffee bzw. meine Schokolade draus trinken. Und jetzt kommt der Frühstücksteller. Jawohl, da passt doch mal... Oh, das ist so cool, ich finde das richtig gut, ich freue mich. Der Prinz frühstückt in Zukunft pompös. Cool. Das ist der Teller mit einer riesen Krone drauf. Ich bin begeistert, ich liebe das einfach. Das hat einfach... Ich finde, es gibt dieses... Kennt ihr dieses billige, wenn man das irgendwo bei Oma mal gesehen hat? Oder meistens ist es so ganz billiges Barockgeschirr, was einfach nicht gut aussieht, wo man einfach schon sieht, dass es nicht von Qualität ist. Aber hier ist wirklich sehr fein alles. Das sieht wirklich schön aus. Und ich finde das mit dieser Krone, weil die ist sehr modern gemacht, von der Grafik her, das macht es einfach noch ein bisschen moderner. Also ich werde in Zukunft wie ein Prinz, wie ein pompöser Prinz frühstücken. Ich freue mich so drauf, Leute, ihr könnt es nicht glauben. Endlich ist mein Paket angekommen. So viel dazu und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich bin ein Harald Glöckler Prinz. Glaubst du nicht? Ist wirklich wahr. Ich habe mal mitgemacht bei seinem Model-Contest, ein Prinz, also er hat die Prinzen und Prinzessinnen Prince of the Month and Princess of the Month gesucht. Und ich dachte mir, Basti, da musst du dich für bewerben. Also habe ich mich beworben. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich überhaupt eine Chance habe. Und siehe da, ich habe es geschafft, von Harald Glöckler zum Prince of the Month, das war 2011, ernannt zu werden. Ich habe das hier noch in dieser Folie. Es ist wirklich sehr hochwertig. Also hier ist die Urkunde mit Unterschrift von Harald Glöckler. Ich bin offizieller Harald Glöckler Prinz und wurde eben ausgewählt. Und ich freue mich da irgendwie total drüber. Als ich den Brief bekommen habe, Leute, ich bin im Dreieck gesprungen. Post von Harald Glöckler. Ich möchte sowieso gerne mal mit ihm drehen und sehr, sehr gerne zum Thema einrichten. Ich würde ihn gerne mal interviewen oder einfach mal Kaffeeklatsch bei Harald Glöckler. Zusammen mit Harald Glöckler einfach mal ums Thema Einrichten sprechen, um Kreativität. Das wäre für mich eine Ehre, das mal machen zu dürfen. Also Herr Glöckler, wenn Sie dieses Video sehen, melden Sie sich sehr gerne bei mir. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Jede Frau ist eine Prinzessin. Harald Glöcklers Buch habe ich jetzt auch vor kurzem von ihm bekommen. Da steht nochmal eine persönliche, hier überall die Krone. Ich finde es klasse. Das sieht man übrigens im Fernsehen nicht. Ich hoffe, ich kann es hier ein bisschen rüberbringen. Sieht man, dass das Buch schimmert? Jetzt ist es golden. Jetzt geht es langsam bläulich. Das hat man leider nie gesehen. Das schimmert richtig. Ganz, ganz cool. Jetzt ist es gerade golden. Mein Gesicht ist jetzt gerade gold. Jetzt ist es wieder bläulich. Gold, bläulich, glaube ich. Oh, das ist ein schöner Reflektor, wenn ich drehe, ne? Hi, ich bin das Goldstück Mondprinz. So sieht es aus. Und er hat es auch nochmal signiert. Für Prinz Sebastian, ihr Harald Glöckler. Also, Harald Glöckler weiß, wie man nicht nur Frauen glücklich macht, sondern auch die Herren der Schöpfung. Und mich hat er definitiv glücklich gemacht. Und in dem Buch geht es eben darum, dass Harald Glöckler uns entführt in die Welt seiner Gedanken, nimmt uns mit auf all die Dinge, die er bereits erlebt hat, und man kann es super gut weglesen. Ich kann es wirklich empfehlen, wer wirklich mal Lust hat auf ein außergewöhnliches Buch und man mit auf eine verrückte Reise genommen werden möchte, macht es. Lest euch dieses Buch durch. Ja, das war mein Video heute ganz im Zeichen von Harald Glöckler. Ich mache hier richtig, das ist richtig. Stylomat. Ganz im Sinne von Harald Glöckler. Ich hoffe, dass es das gefallen hat. Hast du auch was von Harald Glöckler? Ich habe zum Beispiel eine Handyhülle von Harald Glöckler. Sein Buch habe ich. Und jetzt natürlich das Frühstücksservice. Ich freue mich da tierisch drüber, morgens damit zu frühstücken. Ihr werdet demnächst sicherlich öfters schöne Fotos von meinem Frühstück bei Instagram damit sehen. Ja, ich danke euch fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und ich verlinke euch jetzt nochmal ein Video, was ihr definitiv schauen solltet, wenn ihr es nicht schon getan habt. Unten in der Infobox findest du nochmal meinen Facebook- und Twitter-Link. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und weiterhin viel Spaß mit den Videos von mir und meinen YouTube-Kollegen. Und bis zum nächsten Video. Euer pompöser Wurmprinz Bastian. Ciao!